Dennis Zakaria, unser Neuzugang für die Sechserposition. Ja, wurde ja lange schon gehandelt, der Spieler, dass er interessant ist, dass Eberl sich da bemüht, ihn zu verpflichten aus der Schweiz. 20 Jahre jung erst und gebürtig aus dem Kongo, beziehungsweise seine Mutter ist Kongolesin. Und spielt auch, glaube ich, für die Schweizer Nationalmannschaft soweit. Genau, war sogar im Kader der Europameisterschaft letztes Jahr. Ist zwar nicht zum Einsatz gekommen, aber das sagt ja auch schon einiges dazu aus. Er hat sich da... Ja, ich meine, da ist ja auch Konkurrenz wie Granit Xhaka, von daher. Also wenn man sich mit 19 Jahren schon so festspielt, eigentlich auch, selbst wenn es in der Schweiz ist, dann ist das, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen für das Talent eines Spielers. Hat jetzt 2 Jahre am Stück dort bei den Young Boys Stamm gespielt und ich denke, interessanter Mann. Wir beide würden jetzt lügen, wenn wir sagen, dass wir ihn regelmäßig haben spielen sehen selber. Als natürlich die Gerüchte aufkamen, hat man das Übliche gemacht. Man hat sich bei YouTube angeschaut. Wo jeder Spieler super aussieht. Wo jeder Spieler super, wo ein Beraterteam irgendwas zusammengeschnipselt hat, klar. Aber trotz allem, man sieht ja ein paar Bewegungsabläufe schon. Und vor allen Dingen finde ich bei so einem Spieler wie ihm, wir haben uns auch natürlich ein paar Infos rausgeholt. Er hat 34 Spiele in der Saison gemacht, 1 Tor und 2 Assists. Von daher ist das auch kein so typischer Spieler, wo man auf YouTube guckt und der schießt grandiose Tore, sondern man sieht Spielszenen, man sieht Sachen, wie er Bälle verarbeitet, wie er das Spiel auch schnell macht oder Tempo rausnimmt. Von daher ist das eigentlich auf der Position auch, finde ich, interessanter, als wenn man einen Zusammenschnitt von Toren von einem Stürmer sieht. Das stimmt. Und ich glaube, wir haben ja ein paar Bekannte auch da in der Schweiz, die regelmäßig die Liga verfolgen. Und was wir so hören, ist eigentlich wirklich sehr positiv. Ist ein Spieler, der viel, viel Dynamik mitbringt, viel Wucht auch in sein Spiel mit einfließen lässt. Ich glaube, Max Eberl hat das auf der PK seiner Vorstellung deutlich gemacht, dass man etwas anderes möchte als Modahut. Man möchte mehr physisch. Auch wenn er die 8 bekommt. Ja, er bekommt die 8. Er wird auch sicherlich diese 8er-Rolle ausführen. Ich denke, er kann auch... dieses Box-to-Box-Spiel, das war ja das, was gefordert ist. Also jemand, der dazwischen wirklich die Räume beackert. Ja. Und deswegen, ich bin sehr angetan von dem, was ich bis jetzt höre, was ich auch von ihm selber gehört habe und hoffe, dass er dann auch die gewünschte Verstärkung darstellen wird. Ja, boykottiert in den Medien sind ja 12 Millionen als Ablöse, was natürlich schon auch für so einen besonders jungen Spieler relativ viel ist. Ja. Boykottiert ist falsch, sondern kolportiert. Kolportiert ist das richtige Wort. Da lachst du schon zurecht. Und bis 2022 hat man ihn jetzt verpflichtet. Und viel Geld. Man hat damals für Granit Xhaka zum Beispiel weniger Geld ausgegeben, aber dennoch... Es waren andere Zeiten. Es waren andere Zeiten, definitiv. Nein, aber ich glaube auch, da ist enormes Entwicklungspotenzial. Und du hast ja angesprochen, auch von seiner Spielweise, er ist ein körperlich robuster Spieler, er ist das ist der tägliche Versprecher. Er ist 1,91 groß, entsprechend auch körperlich kann er dazwischen hauen. In seiner Jugend, was ich auch gelesen habe, wurde er mit Patrick Vieira verglichen. Ich hör zu. Das ist ja immer wieder ein Spaß. Nee, er wurde mit Patrick Vieira verglichen. Er selber sieht als Vorbild Paul Pogba, was auch von seiner Spielweise her ähnlich ist, weil ein Spitznamen, den ihm die Presse auch gegeben hat, Krake, durch seine langen Beine. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch bei Paul Pogba einfach der Fall. Einfach schlaksig groß, aber trotzdem körperlich robust. Ja, also ich glaube, das ist mir auch auf diese wirklichen Stampfen, die der hat. Ne? Das ist etwas, was sicherlich bis jetzt bei uns in im Mittelfeld nicht so vorhanden ist. Wir haben da verschiedene Spielertypen gehabt, ich meine, hier Dahoud kommt sehr stark übers Fußballerische. Ja. In Laszlo Benes ist jemand, der auch so schön über Pässe, über Kommunikationsspiel. Wir haben es beide heute. Oh ja. Ist auch warm draußen und alles. Ne? Ja. Kombinationsspiel reagiert. Dann Kramer eben als Arbeitsbiene, der aber auch vorne immer mal Kurzpassspiel mitwirkt. Und ja, Tobias Strobel so als der klassischere, defensivere Part in dieser Rolle. Wie dann jetzt die Jungen, die dann noch dazukommen vielleicht oder die aus der Jugend nachstoßen, jetzt da einzuschätzen sind, wird man sehen. Aber ich denke, wir brauchen so einen Spielertypen. Das hat letztes Jahr auch ein Stück weit gefehlt, diese Physis mit auf den Platz zu bringen. Und ich hoffe, dass er dann auch auf dem Platz durchaus sich auch charakterlich so ein bisschen entwickeln kann. Man kann das jetzt nicht sofort auf Anhieb erwarten, aber dass er einfach so auch eine gewisse Leader-Qualität dann mitbringt. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, was ja Max Eberl auch gesagt hat, dass jetzt, wenn Zakaria da ist, dass Kramer auch mehr die spielerischen Elemente übernehmen soll.
Inwiefern glaubst du, dass das auch wirklich so zu realisieren ist? Weil Kramer hat zwar mal Spiele dabei, wo er wirklich spielerisch stark ist, aber eigentlich neben Dahoud war er eigentlich immer eher der Part, der viel arbeitet und läuft. Das sehe ich auch so. Ich glaube, was man so zwischen den Zeilen gehört hat, ist, glaube ich, da liegt, glaube ich, die Wahrheit irgendwie, dass wir eigentlich auf der 6 jetzt nicht mehr den klassischen Spielmacher suchen. Mhm. Es wurde mehrmals erwähnt, dass man eben jetzt mit Raphael Stindl, Hazard, Traoré, Grifo etc. pp. Viele Spieler hat, die kreativ agieren können. Und dass man eben ganz klar sagt, diesen Spielern möchte man eigentlich ein paar laufstarke, körperlich starke Spieler zur Seite stellen, um diese Balance in der Mannschaft zu haben, weil die wohl so ein bisschen vermisst wurde. Auch Martin Stranzl hat übrigens darauf hingewiesen im Interview vor ein paar Tagen, dass er eben gesagt hat, was mir in meiner Borussia letztes Jahr gefehlt hat, so von außen, war eben so ein bisschen diese Balance zu halten. Und das hat bei Schubert angefangen, hat sich dann am Ende der Saison, als die Verletztenliste groß war, auch weiter fortgesetzt, dass wir nicht so ganz diese Mischung aus Defensive und Offensive hinbekommen haben. Und vielleicht ist Zakaria genau der richtige Mann, um eben diese Verbindungsstelle dann zu bilden. Ja, ich glaube auch, das kann auch sein, vor allen Dingen auch, wie du schon angesprochen hast, mit dem Neuzugang Grifo, über den wir auch ein Video machen, das wir auch verlinken werden hier. Und da wir natürlich auch alle Infos zu geben. Aber ich glaube wirklich, das könnte auch so eine Balance geben, weil man hat dann wirklich zwei Sechser, die auch spielerisch ihre Qualitäten haben, aber sicherlich auch defensiv die Abwehr ordnen können und das Spiel sortieren können. Weil vorne, wie du sagst, kreativ ist man wirklich gut aufgestellt. Abgesehen davon ist es ja so, dass sich in einem Paar von Spielern immer auch eine eigene Dynamik ergibt. Also wenn jetzt Dennis Zakaria und Christoph Kramer zusammenspielen, kann ich mir vorstellen, dass so diese offensiven Aufgaben zwischen den beiden eigentlich geteilt werden, offensiven und defensiven. Wenn Laszlo Benes neben Zakaria spielt, kann ich mir vorstellen, dass Benes eher den kreativen Part übernimmt. Wenn ein Strobel neben Zakaria spielt, wird sicherlich Zakaria diesen offensiveren Part übernehmen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das etwas ist, was sich auf dem Platz ergeben muss, wo die Spieler auch selber so ein bisschen ihre Mischung finden werden. Und man darf nicht vergessen, verteidigen, zentral Spiel. Das sind alles Dinge, die hängen nicht nur von den Spielern, die dort auf den Positionen spielen, ab, sondern auch, wie drumherum agiert wird. Ja. Ich denke, das wird wichtig sein, dass dann eben einfach auch die Offensive sich auf diese neue Spielweise entsprechend einstellen kann. Ja. Letzte Frage, die ich dann habe, oder eher gesagt, was ich in den Raum werfen möchte. Wie gesagt, der Spieler ist sehr jung, in der Bundesliga auch noch nicht erfahren. Meinst du denn, wird 34 Spiele machen? Das ist gut, schwer zu sagen. Also ich meine, Max Eberl hat schon, glaube ich, deutlich gemacht, dass man ihn als Stammspieler sieht, als neuen, gesetzten Spieler sieht, wenn er in die Form kommt. Und dann hängt alles davon ab, wie fit wird er sein. Ne? Er macht mir einen starken physischen Eindruck. Du hast gerade schon angesprochen, auch die Körpergröße. Thema Kopfballspiel haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Auch nie schlecht, dass man auch in der Mitte jemanden hat, der mal einen Ball gewinnen kann. Es wird halt auch vieles davon abhängen, wie es in der gesamten Mannschaft ansonsten funktioniert. Das glaub ich auch. Gespannt bin ich auf sein Offensivpotenzial, weil da ist er bis jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten in der Vergangenheit, kann sicherlich torgefährlicher werden. Und das wäre natürlich schön, weil wir haben ja doch einige Kandidaten in der Mannschaft, die sich gerade vorm Tor unmittelbar ein bisschen schwerer tun. Ja. Nein, das glaube ich auch. Ich glaube, das wird sich auch alles in der Saison so ein bisschen finden, weil immer ein neues Sechserpaar braucht immer seine Zeit, sich zu akklimatisieren. Und von daher, aber ich glaube, grundsätzlich wird man an dem Jungen Spaß haben. Und wie gesagt, bis 2022 ist der Vertrag angelegt. Wenn vorher jemand rauskaufen möchte. Genau, man weiß natürlich nicht, gibt es eine Klausel ab 2020, 2021, das weiß man nie heutzutage. Aber ich glaube, das, was man bis jetzt von ihm mitbekommt, wie er sich auch äußert, wie er auftritt, ist es jemand, der durchaus Selbstbewusstsein hat, was wichtig ist im Fußball, aber gleichzeitig auch eine gewisse Demut zeigt. Auch die wurde von Stranzl letztens eingefordert, weil er das Gefühl hat, dass viele junge Spieler mittlerweile alles für bare Münze nehmen. Also er tritt hier auf jeden Fall deutlich stärker auf die Bremse, als es ein Granit Xhaka damals getan hat. Ja. Und daher hoffe ich, dass er auch eine kürzere Akklimatisierungszeit bei uns hat. Und wenn das so ist, dann werden wir, glaube ich, wirklich Freude an ihm haben. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ein Spieler, auf den wir uns freuen können. Von daher, willkommen. Borussia wollte ihn haben, das ist ganz klar. Die haben klar gemacht, dass er einer der ersten Kandidaten ist. Drum gekämpft auch wohl. Ja. Und von daher, wie gesagt, herzlich willkommen, Dennis Zakaria. Wir hoffen, wir haben die Freude, große Freude an dem Spiel. Ja, viel Glück, hoffe ich.